habe ich ihm gesagt, dass er daran denken muss, dass jeder Hacker mit einem Keylogger sein Passwort sehen kann. Der hatte immer noch Windows 7. Der hatte echt gar keine Ahnung. Henning, ich wollte gleich nochmal... Na, jetzt, da Bitcoin so viel wert ist, muss er sich Gedanken um seine Security machen. Schatz, ich muss nochmal in die Stadt einkaufen. Unser Dosenessen im Keller wird langsam knapp. Du warst doch erst letzte Woche einkaufen. Ja, war ich auch. Aber ich musste ein paar Sachen wegschmeißen. Die waren schlecht. Na gut, dann nimm 100. Aber denk dran, dass du immer das Ablaufdatum checken musst. Und kauf bitte nicht wieder die teuren Bohnen. Ich versteh's nicht. Warum kaufen wir uns nicht mal was Richtiges zu essen? Ich meine, wir haben doch das Geld. Könnten doch einfach einen von deinen Bitcoins eintauschen. Astrid, wenn der Finanzcrash kommt, und er wird kommen, wirst du froh sein, dass wir die Bitcoins haben. Jeder Einzelne wird dann ein Vermögen wert sein. Toll, aber ich will jetzt leben und nicht in 25 Jahren, wenn ich alt und grau bin. Jessie hat heute schon wieder Fotos auf Instagram gepostet von ihrem Trip in die Karibik. Und ich sitze hier in diesem Kackschloss und kaufe dir Dosenfutter. Du kannst doch ein paar Fotos von dem Schloss machen und die auf Instagram posten. Oder ich mache ein Foto mit dir neben dem Gemälde von Karl X. Sag mal, willst du mich eigentlich verarschen? Astrid, du lässt alles so, wie es ist. Dieses Schloss hat Geschichte. Es wurde gebaut, als Karl X. Das Parlament auflöste. Er war ein Gegner des Regimes. Wie Bitcoin. Ich dachte, du magst das Schloss. Ich dachte, dir gefällt das Schloss. Stimmt. Ich liebe die Vergangenheit und tote Menschen, die hier überall an den Wänden hängen. Genau wie dein Karl X. Nein, mir gefällt das Schloss nicht. Ich wäre viel lieber in der Karibik. Warum fahren wir nicht einfach mal in Urlaub? Das wäre rausgeschmissenes Geld. Außerdem kann ich mir sehr gut vorstellen, hier mit dir in diesem Schloss alt zu werden. Ohne, dass wir viel verreisen. Du hast dich wirklich verändert. Früher haben wir viel mehr unternommen und jetzt denkst du nur noch an deine Bitcoins. Ich finde das wirklich krank. Bis dass der Tod uns scheidet. Weißt du noch, du hast mir ein Wort gegeben. Man weiß doch nie, wann der Tod zuschlägt. Was hast du gesagt, Astrid? Nichts. Wie viel hast du dabei? Genug. Sag mal, fragt dein Mann eigentlich nie, was du mit all dem Geld machst? Der checkt gar nichts. Also, der interessiert sich nur noch für seine Bitcoins und den kommenden Finanzcrash. Weil der Finanzcrash, der kann jetzt jeden Tag kommen. Und wir brauchen unsere 42 Bitcoins, Astrid.
Es wird der Tag kommen, da wird es in den Supermärkten kein Essen mehr in den Regalen geben. Und überall werden Ratten sein und alle Banken werden pleite sein. Nur unser Tresor kann uns dann noch retten. So ist der. Ein Tresor? Ja, das ist so ein kleiner Stick und da hat er seine Bitcoins drauf und den trägt er immer bei sich. Der hat 42 Bitcoins auf so einem kleinen Stick. So ein Bitcoin ist doch mittlerweile wahnsinnig viel Geld wert, oder? Naja, im Moment ist ein Bitcoin ca. 47.500 Euro wert. Also kannst du dir selber ausrechnen. Nee, kann ich zwar nicht, aber es ist bestimmt ein Vermögen Geld. Warum hast du ihm den nicht einfach schon weggenommen? Unser ganzes Vermögen ist auf diesem klitzekleinen Stick. Du meinst dein Vermögen. Und was ist, wenn ihn dir jemand klaut? Die Bitcoins sind mit einer PIN geschützt. Das habe ich dir doch gesagt. Ja, aber wenn das Ding weg ist, dann sind ja auch deine Bitcoins weg. Mit oder ohne PIN. Nein, also wenn mir jemand meinen Tresor klaut, dann besorge ich mir einfach einen neuen und reaktiviere die Bitcoins darauf wieder. Das habe ich dir doch schon oft genug erzählt. Ja, aber wenn du die einfach so kopieren kannst, dann sind die doch gar nichts wert. Ich kopiere die ja nicht. Die sind auf einer Blockchain. Ja, wenn mir jemand meinen Tresor klaut, dann muss ich einfach die privaten Keys neu generieren, auf einem neuen Gerät. Verstehe ich nicht. Astrid. Nochmal. Es gibt zwei Keys, einen öffentlichen und einen privaten. Der PIN schützt den Zugang zu deinem Wallet. Und falls dir den jemand klaut, hast du ja immer noch deinen Seed. Mit dem kannst du alles wieder retten. Das ist wirklich keine Raketenwissenschaft. Das ist genau. Alles, was ich weiß, ist, dass er diese PIN eingibt und dann, simsalabim, erscheinen seine 42 Bitcoins auf dem Bildschirm. Also du kennst den PIN zu den Bitcoins. Ja, auf was warten wir dann noch? Ja, auf was wir warten, das geht nicht so einfach. Wenn man ihm das wegnimmt, das Ding, dann kann er das einfach irgendwie erneuern auf einem anderen Gerät und dann sind die da wieder da. Ich check's auch nicht so ganz. Pass auf, ich glaube, ich habe eine Idee. Du sagst ihm einfach, ich wäre Pierre, auch so ein reicher Bitcoin-Experte aus Frankreich. Aus Frankreich. Ja klar, weil wenn mein Deutsch nicht so gut ist, dann fällt es ja auch nicht so auf, dass ich keine Ahnung von Bitcoins habe. Sie haben ein Schloss, Sie haben Ihre Frau. Aber das ist auch egal, das wird alles ganz schnell gehen. Du musst nur dafür sorgen, dass ich irgendwie in das Schloss reinkomme und vor allem, dass mich niemand sieht. Du kannst ihm ja sagen, wir hätten uns auf der Bank kennengelernt. Du hast mich da gehört, wie ich mich mit dem Bankangestellten über Bitcoins unterhalten habe und ja, dann hättest du mich drauf angesprochen und gesagt, dein Mann, der ist auch ein Bitcoin-Experte und du wärst dir sicher, dass der mich gerne kennenlernen würde und dann komme ich vorbei und dann lassen wir Henning reden. Und reden. Was ja die grundlegende Misere unseres Geldsystems an und für sich ist, dass du der Bank immer noch Geld schuldest, obwohl sie ihr eigentlich kein Geld schuldest. Du erwirtschaftest 100 Euro, hast aber 5% oder 10% Schulden. Und im richtigen Moment. Du hast 5 Euro, die nicht existieren und die nie existieren werden, aber du arbeitest damit. Sagt er nicht mehr so langweilige Sachen. Und damit haben sie die. Und damit sagt er nicht mehr so langweilige machen, Sachen. Was sie wollen und deswegen sind sie so mächtig geworden. Taproot und Schnorr-Signatures wird's richtig geil. Ja, mit CoinJoin zusammen hast du ja überhaupt keine Möglichkeit herauszufinden, welche Überweisung das ist. Ja, mit Bitcoin hast du wahre finanzielle Freiheit. Ihr habt euch getrennt. Wow. Wenn Taproot und Pete dazukommen.
P2EP. Hive Mind. Coin Swap Confidential Transactions. Was sind Bitcoins? Bitcoin ist die weltweit führende Kryptowährung. Du kannst sie dir wie Gold vorstellen. Nur digital. Es wird weltweit nur eine begrenzte Anzahl von maximal 21 Millionen Bitcoins geben. Aktuell entstehen alle 10 Minuten 6¼ neue Bitcoins. Und alle 4 Jahre halbiert sich die Anzahl neuer Bitcoins. Erst im Jahr 2140 wird der letzte Bitcoin geschürft. Durch diese künstlich erzeugte Knappheit wird der Preis und die Nachfrage von Bitcoins in Zukunft vermutlich stark ansteigen. Experten behaupten sogar, dass Bitcoin-Preise von bis zu 1 Million Euro sehr wahrscheinlich sein werden. Im Bitcoin-Netzwerk sind weltweit zehntausende Rechner vernetzt. Es ist unmöglich, Bitcoin anzugreifen, da die Überweisungen weltweit von vielen Rechnern dezentral bestätigt werden. Bitcoin ist neutral. Was die Menschen daraus machen, ist entscheidend. Wer Bitcoin begreift, erfährt einen Quantensprung der Erkenntnis. Bitcoins bedeuten finanzielle Freiheit für jeden Menschen. Keine Regierung der Welt kann Bitcoin jetzt noch aufhalten. Bitcoin kennt keine Identitäten. Jede Überweisung ist nur eine lange Reihe von Zahlen und Buchstaben. Keine Namen, keine Adresse. Bitcoin sollten Sie auf keinen Fall online speichern. Am besten sind Sie geschützt, wenn Sie sie offline speichern. Mit Bitcoin haben Sie nicht nur ein Schweizer Nummernkonto in Ihrer Hosentasche, sondern eine ganze Schweizer Bank. Wie gesagt, da kannte ich diesen Typen. Der hatte seine privaten Schlüssel auf der Exchange. Und dann hat diese Exchange zugemacht und er hat alle seine Bitcoins verloren. Ich habe zu Astrid gesagt, wie kann man so blöd sein? Nicht deine Schlüssel, nicht deine Coins. Habe ich doch zu dir gesagt, Astrid, oder? Ja, hast du. Ja, Bitcoins als primäres Zahlungsmittel anzusehen, ist einfach nur eine Schnapsidee. Bitcoins sind in erster Linie als Wertaufbewahrungsmittel zu verstehen, so wie Silber oder Gold. Erzählen Sie uns was von sich, Pierre. Hallo, da gibt es eigentlich nicht wirklich viel zu erzählen. Was halten Sie von Bcash? Was? Bcash, Sie wissen schon, Bcash. Bcash. Sie wissen schon, Bcash. Will noch jemand Wein oder Käse? Oui, 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 merci, merci. Ja, du, Henning? Ja, Bcash, diese minderwertige Kopie von Bitcoin. Ich verstehe jetzt, was Sie meinen. Ich sehe wie Sie, das ist nur eine Billigkopie von der Original. Man kann es die Toilette runterspülen, dieses Bitcash. Bcash. Pardon? Bcash, nicht Bitcash. Bcash, Bcash. Ja, weil Bitcash gibt es nicht. Sie haben sich sicher versprochen. Ein klitzeklein Versprecher. Was interessiert Sie an Bitcoins am meisten? Ich weiß nicht, da gibt es wirklich vieles. Aber eins ist klar, es ist viel besser als dieses Bitcoin, Bitcash, Bcash. Ja. Es gibt viele Altcoins und Shitcoins, aber es gibt nur einen Bitcoin. Es gibt nur einen Bitcoin, Henning. Sehen Sie, Pierre, wir verstehen uns doch. Auch wenn Sie nicht so gut Deutsch sprechen wie ich. Aber sagen Sie, weil Sie gemeint haben, dass Sie programmieren, ich würde Ihnen gern was zeigen.
Warten Sie hier, ich bin gleich zurück. Toll, das hast du jetzt davon, Programmierer. Mach endlich, das Ding ist unter dem Sessel. Pierre, nehmen Sie doch noch ein Stück Käse. Oui, merci. Nein, nicht wirklich. Ich habe die ganze Nacht nicht geschlafen, Luigi. Du hast gesagt, es geht schnell. Es würde ja eigentlich auch ganz schnell gehen, aber das ist nicht so einfach. Ich muss den richtigen Moment abwarten und... Der Merkle Tree ist bewundernswert. Ja, sehen Sie doch, wie er die Hashzeiten verkürzt. Die Überweisungen nehmen kaum Platz weg im Block. Ich habe selber ein paar Tests dazu gemacht. Mhm. Sie werden sicherlich selbst gleich sehen, was ich meine. Incroyable, das ist unglaublich. Genial, oder? Phänomenal. Henning, es wird langsam spät. Und Pierre, Sie sind ja mit dem Auto da und haben schon einige Weine-Intus. Also vielleicht ist es das Beste, wenn Sie bei uns im Schloss schlafen, oder? Dann könnt ihr morgen weiter über diesen Merkle-Tree reden. Aber Schatz, wir sind mitten in einem Gespräch. Das kann man nicht so einfach abbrechen und morgen weitermachen. Also ehrlich gesagt, ich würde sehr gerne in Ihr schönes Schloss übernachten. Und ich bin wirklich etwas müde. Und daran haben Sie nicht ganz Unschuld, Henning. Das war Ihr Wein, der ist formidable. Na gut, dann machen wir morgen weiter. Ich zeige Ihnen Ihr Zimmer. Sehr gemütlich. Merci beaucoup. Merci beaucoup, ein Scheiß. Was haben Sie wirklich vor? Je ne comprends pas. Was ich Ihnen unten gegeben habe, war das B-Cash White Paper. Und Sie haben auch nicht gemerkt, dass ich Sie getestet habe. Fantastisch! Aber wie kann was fantastisch sein, wenn die Blöcke über 8 Megabyte groß sind? Jeder Idiot weiß, was das für Gefahren mit sich bringt. Denn im Pool würde zugeschissen werden mit Spam. Und warum erzähle ich Ihnen das überhaupt? Sie verstehen ja ohnehin kein Wort, was ich Ihnen sage. Wer sind Sie wirklich? Sie haben ja recht. Es tut mir leid, ich habe Sie angelogen. Ich bin gar kein Bitcoin-Experte. Ich bin ja nicht mehr Franzose. Mein echter Name ist auch nicht Pierre. Mein echter Name ist Frank. Aber was Ihre Frau, was Astrid Ihnen erzählt hat, ist wahr, wir haben uns in der Bank getroffen und ich habe da versucht, mein Geld in Bitcoin zu wechseln, aber wie Sie sich's vorstellen können, hatten die keine Ahnung davon. Und dann ist sie auf mich zugekommen, Astrid, und hat mir von Ihnen erzählt, dass Sie in diesem Bitcoin-Feld total gebildet sind, dass Sie smart sind, dass Sie da ein Experte sind. Da wusste ich, ich muss Sie treffen. Ich wusste, dass ich Ihre Hilfe brauche. Henning, meine Frau will sich von mir scheiden lassen. Und alles, was sie neben der Scheidung noch will, ist mein Geld. Diese Frau hat mich jahrelang ausgenutzt. Sie hat mich betrogen und sie hat mein Geld genommen. Sie können sich gar nicht vorstellen, wie schrecklich das ist. Henning, ich bin 3 Millionen Euro schwer. Meine Frau soll keinen Pfennig davon sehen.
Deswegen möchte ich ja auch alles in Bitcoin investieren. Wenn Sie mir helfen, dann möchte ich Ihnen als Zeichen meiner Anerkennung einen Bitcoin geben. Einen ganzen Bitcoin? Frank, natürlich helfe ich Ihnen. Ich werde Ihnen alles beibringen, was Sie wissen müssen. Wir können gleich anfangen. Das ist mein Glückstag. Scheiße. Was ist denn los? Schaut so aus, als hätte er den Tresor zusätzlich mit einer Passphrase geschützt. Moment, was ist denn das? Das ist ein zusätzlicher Schutz zur PIN. Jetzt sag mir bitte nicht, dass du diesen Passphrase-PIN nicht kennst. Passphrase, nicht Passphrase. Das ist doch scheißegal, wie das heißt. Ich hab den Nerd doch nicht umsonst umgebracht. Jetzt sag mir bitte, wie wir an diese Bitcoins kommen. Keine Ahnung, das kann ein Wort sein oder ein kurzer Satz oder einfach noch ein Passwort. Also, irgendwas kann das sein. Dann tipp doch irgendwas ein. Keine Ahnung, gib Bitcoins ein. Ja, gib Bitcoins ein. Das bringt nichts. Jede falsche Passphrase generiert ein neues Konto mit 0 Bitcoins drauf. Du willst mich doch verarschen. Nein, es ist einfach so. Damit man mehrere Konten haben kann. Also, wenn dich jemand mit einer Waffe bedroht oder so, dann kannst du ihm ein Konto zeigen, wo fast keine Bitcoins drauf sind und der weiß dann gar nicht, dass es überhaupt ein Konto mit 42 Bitcoins drauf gibt. Das ist ja wirklich gut zu wissen, Astrid. Okay. Ich kenne Henning, der hat es bestimmt irgendwo aufgeschrieben. Also wir müssen es nur finden. Gut, dann suche ich oben und du suchst ja unten. Okay. Liebesbriefe an mich, die hat er mir nie gezeigt. Hast du was gefunden? Nein, nur ein paar alte Liebesbriefe von Henning. Oh, die will ich sehen. Geliebte Astrid. Wie die Erde für den Klee, wie die Kälte für den Schnee, wie das Wasser für den Fisch, bist du das Wichtigste für mich. Wir müssen den toten Romeo noch loswerden. Aber das machen wir morgen, okay? Mhm. Und danach suchen wir das komplette Schloss ab. Ich denke, ein oder zwei Tage sollten reichen. Den will ja keiner vermissen, oder? Nein, den vermisst keiner. Der hat seine ganzen Freunde schon verloren, weil er immer nur über Bitcoins geredet hat. Mm-hmm.
Astrid! Astrid! Schlaf gut, Astrid. In einer Woche sind wir in der Karibik und trinken Cocktails. Diese Passphase muss hier irgendwo sein. Ich werde sie finden. Au revoir, Enning.